Er ist die neue Nummer 1 bei Königsblau, zumindest vorerst, Alexander Nübel. Schalkes Torwartwechsel zum Rückrundenstart, eine Entscheidung mit Überraschungseffekt und eine gegen Ralf Fährmann. Es war zumindest eine richtige Entscheidung. Die, die Defizite, die der Herr Fährmann in den letzten Spielen gehabt hat, ich bin ein großer Fan von ihm, gar keine Frage, aber eben, die müssen aber auch mal dann so zu tragen kommen, dass auch der Ersatztorbehüter auch mal auszeichnen kann. Die war sehr mutig eigentlich. Das hätte auch jetzt gestern, sein Ersatzmann hat gut gehalten, hätte auch andersrum laufen können. Aber man muss abwarten, wie das der junge Kerl sich jetzt entwickelt. Die Nummer 2 zur Nummer 1 zu machen, alles andere als ein normaler Wechsel, einer mit Brisanz. Der Sieg gegen Wolfsburg bringt aber erst einmal Ruhe in diese Personalentscheidung und auch Ralf Fährmann selbst scheint sie sportlich zu nehmen. So wie ich das gestern entnommen habe, ist er an die Mannschaft getreten, hat er der Mannschaft gesagt, den Nübel zu unterstützen. Und er ist ja ein Sportsmann, auch ein Fairer. Ich glaube schon, er wird irgendwann wieder drinstehen. Doch vorerst gilt, Ralf Fährmann, der Kapitän, der Führungsspieler, eine der letzten Schalker-Identifikationsfiguren im Kader, nur noch Bankdrücker. Schalkes Nummer 1, zumindest bis auf Weiteres, Alexander Nübel.